Hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich war fleißig, ja. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, was ich immer noch nicht kriege, ist fucking Aluminium. Ist gerade alle weggeflogen? Verdammt. Okay, gut. Also ich habe geupgradet. Auch ohne euch. Es tut mir leid. So. So sieht jetzt mein Schiff aus. Ja, so wird es auch erstmal bleiben. Und, ja. Damit bin ich sehr zufrieden. Wir brauchen noch Tamium zum Tanken. Habe ich noch was gemacht? Ich habe genau ein Schild noch dazu hinzugefügt. Ich habe das andere repariert. Ich brauche noch dringend, wie gesagt, Aluminium. Ansonsten habe ich eigentlich alles. Ich habe meinen Resonator gekriegt, meinen nächsten. Und ich habe mein Multiwerkzeug aufgeladen, beziehungsweise aufgewertet. Und zwar habe ich den Bergbaustrahl verbessert. Und zwar so gut es eben ging. Jetzt ist, glaube ich, nur noch übrig von Bergbaugedönse, die 1er und die Kampfverstärker. Aber Kampfverstärker will ich nicht, weil, wie gesagt, wir werden mit unserem, hier ist das Ding, Blitzwerfer. Genau, mit dem Blitzwerfer werden wir angreifen. Und, ja, somit haben wir eigentlich hier eigentlich so alles ziemlich geil upgraded. Es fehlen jetzt noch die ganzen plus 4er und plus 5er, die wir, denke ich mal, später alle kriegen. Und ich bin sehr gespannt. Also wir haben jetzt eine starke Waffe und einen starken Abbau-Laserstrahl. Ich würde gerne hier noch so einen Blitz, noch so einen Plasmawerferverstärker noch mit reinbauen. Aber da würde ich gerne, glaube ich, den hier nehmen. Das wird mehr Schaden, aber dafür brauche ich Neutrino-Moduls und noch mehr Aluminium. Von daher ist erstmal gerade das Schiff wichtiger. Und was konnten wir eigentlich jetzt alles für einen Exo-Anzug bauen? Eigentlich nicht so viel, außer den Ausdauersteigerungs-Dingsbums. Können wir eigentlich mal wieder einbauen, wa? Was kostest denn du? Aluminium zufällig? Nein, Plutonium und Eisen. Nehme ich. Oh nein, der war falsch. Shit. Was? Scheiß drauf. Verdammt! Es fehlt Iridium. Nee, Eisen fehlt. Lol. Okay, das kriegen wir aber ganz schnell. Hol ich das eben. Warte mal. Was soll's? YOLO! Hier ist echt so ratzeputz alles leer. Muss ja auch, weil es auf einem leeren Boden gespawnt wird. Und hier ist Iridium. Das würde ich gerne mitnehmen. Und alles. Oh, guck mal. Das gefällt mir. Ja. Halt, wir können das Ding direkt mal testen, wie gut es ist. Ja, es ist auf jeden Fall schneller als vorher und es wird halt natürlich sehr viel länger durchhalten. Leider gibt es kein Upgrade, was besagt, hier kriegt mehr aus dem Zeugs, was du abbaust. Das gibt es leider irgendwie nicht. Was ich scheiß schade finde. Nun ja, dich brauche ich vor allem. Was bist du? Depot. Achso. Eisen. Oh, viel schneller. Eisen brauchte ich. Noch mehr Eisen. Hä? Hiervon noch. Kann nie schaden. So. Zack. Wunderbar. Was können wir eigentlich noch? Das ist Booster. Könnte ich eigentlich auch mal installieren. Kostet Omegon. Chrysonit. Plutonium. Wie viel Plutonium? 300. Ich habe gerade 3000 gelesen. What? Please. Okay. Ich glaube, die Matrizen kann man wieder verkaufen. Die Gravitino-Bälle. Wozu braucht ich die Gravitino-Bälle noch gleich? Für irgendwas Wichtiges. Die Matrixen waren hierfür, aber es ist auch nur... Ach genau, für die hier, ne? Für den Phasenkühler. Hier, genau. Noch zwei Gravino-Bälle für den fortgeschrittenen Kühler. Den würde ich schon noch gern mitnehmen, ja. Zwei Gravitino-Bälle. Gut, das merke ich mir. Ach, die haben wir schon gerade abgeerntet. Hui. War hier ein Schiff? Nein. Schade. So, aber das können wir uns noch... Warte, das muss ich mir aufschreiben. Zweimal Gravitino für
Für den fortgeschrittene Kühlung. Kühlungstäter. Okay. Wird gemacht. Wir fliegen weiter. Ich kann schon mal das hier aufladen, obwohl nicht, was das Zeug noch. Und da war noch was gewesen, was ich machen wollte. Was ich jetzt vergessen habe. Ich brauche mehr Aluminium. Das ist furchtbar. Oh. Okay, also wir sind gut ausgerüstet. Ich hoffe, ist das Gold eigentlich hier? Muss ich mal eben kurz testen. Oh, nicht so weit. Immerhin. Oh. Okay. Huch. Irgendwas gerade brauchte ich auch Immerhin. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Gesundheit. Oh, und Tamium. Das kann ich jetzt gerade ganz gut brauchen. Und oben davon kriege ich noch sehr viel mehr. Egal. Ich will jetzt gerne mal hier Immerhin noch wegballern. Zumindest einen Teil davon. Und ich versuche halt jetzt so wenig Wertvolles wie möglich halt im Schiff auch zu bewahren und mehr in meinem Inventar. Für den Fall, dass wieder irgendwelche Idioten angreifen, weil wir können uns inzwischen auch wehren, klar. Aber trotzdem, damit es gar nicht erst passiert, damit die halt nicht am Rumnerven sind, die Typen, wollen wir ihnen gar keine Chance lassen. Das Ding hält echt lange jetzt durch. So. Ach, du Stürme, ey. Ich habe ja, als ich hier gewartet habe und gesammelt habe, die ganzen Ressourcen, habe ich so viel Stürme miterlebt, ne? Ey, voll nervig. Schlimmer als auf dem aggressiven Planeten. Vor allem, das Schlimme ist ja, wenn ein Sturm ist, hast du da Plusgrade von 70, 80 Grad. Und wenn es dann wieder normal ist, hast du da Minusgrade von minus 70, 80 Grad. Total verrückt. Ja, ja, ja. Gleich kommt wieder kalt. Ich sehe es kommen. Ich kenne das doch, ich kenne das doch. Mhm. Das hält echt gut lange durch. So, da noch, da noch, da noch. Und ein bisschen was raus. So, nehmen wir mit. Okay, reicht, 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 reicht. Schnell rein mit uns. So, was hatte ich geguckt? Ich glaube, es war Exo-Anzug technisch. Oh, was ist das nochmal? Ach genau, das Gesundheitsmodul. Schildverstärkung. Allgemeine Schildverstärkung wäre gar nicht mal so verkehrt. Das sind die ganzen Dinger. Der Boost. Krysonit Omegon habe ich. Plutonium fehlt hier noch. Das würde ich sogar machen wollen. Plutonium. Ganz viel Plutonium. Okay, fliegen wir mal ein Stückchen. Wohin fliegen wir denn? Man kann eigentlich, ich brauche auf jeden Fall eine große Höhle für Platin. Plutonium meine ich. Platin. Hier zum Beispiel. Ui. So. Spontane Entscheidung. So. Und dann fliegen wir weiter wegen Aluminium und wegen also dem Atlas natürlich. Halt. Dass wir unsere Vorräte wieder aufstocken langsam. Oh ja, hier ist richtig schön viel Plutonium. Nein, das will ich nicht. Das will ich nur. Sehr viel schneller. Sorry. Tschüss. Okay. Was ist das? Emerald, glaube ich, ne? Was bist du? Emerald, ja. Ja. Schön. Oh.
aufladen. Können wir noch was aufladen? Bestimmt. Na, ich schick mal. Was schicke ich rüber? Das schicke ich rüber und zwei hiervon. So. Wo war ich? Beim. Ach, genau. Verbessern. Von meinem Jetpack. Ach, genau. So weit weg vom Schiff natürlich. Gib mir mein Tamium und mein Omegon. Hopp. So, nun aber. Exo-Anzug. Weg da. Jetpack Boost 3. Boom. Yeah. Dann. Gesundheit. Gesundheit des Nutzers, sobald die Primärsysteme ausgefallen sind. Interessiert mich jetzt eigentlich nicht so doll. Das ist alles am. Tetrachrysonit, mikrodichtes Gewebe. Schilddauer und Langungskapazität werden weiter erhöht. Das wäre noch ganz gut für später vielleicht, aber sonst bin ich soweit zufrieden. Okay, jetzt müssen wir nur noch hier das Chaos bereinigen, indem wir dieses blöde eine Upgrade kaufen. Für zwei Gravitino-Bälle brauchen wir dann noch. Jo. Da tun wir am besten für den Planeten verlassen, würde ich mal so behaupten. Vielleicht noch ein Platz in den Tarplatz? Weil wir jetzt bestimmt sofort gleich eins finden werden. Ich. War das einer? Oh Gott. Nee, das sah nur so aus. Schade. Whoop. Diese Dinger sehen nämlich so aus. Bist du? Das sind sogar welche! Lol. Die Dinger sehen so aus. Das sind welche! Oh mein Gott. Ich glaube, Takt. Hallo! Eine kleine Familie. Wie schön. Lass mich bloß in Ruhe. Ich will euch nichts tun, ja? Ich will hier bloß mein Zeug kaufen. Langsam wird es echt teuer, weil ich nämlich kaum noch Geld habe. Weil ich so viel Shit gekauft habe. Ich glaube, das nächste kann ich mir jetzt auch gerade erstmal gar nicht mehr leisten. Yay. El Platino. Mhm. Gegnip. Eigentlich nicht, aber haben ist haben. Okidoki, wir fliegen weiter. Tschüssi. Die Zeit sagt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, wir fliegen zur Raumstation. Jetzt ist vorbei. Gib Gummi. Impulsantrieb, genau. Wir müssen ein bisschen Tarnung sammeln. Denn wir haben keinen Treibstoff mehr. Aber zum Glück gibt es davon ja hier am meisten. Oh, stimmt, wir können auch hier nach Kometen gucken, die Aluminium drin haben. Davon gibt es auch gar nicht so wenige. So, als erstes das hier aufgeladen. Das wird aufgeladen. Du bist aufgeladen. Hallo. Große Stücke. Du bist kein großes Stück. Wo ist denn die Raumstation? Da hinten. Raumstation. Oh Gott. Was soll's? Ran da. Schwipp. Rüber da. Und dann warpen wir weiter. Wir haben sogar zweimal Warp-Antrieb-Upgrades in diesem Schiff. Was verdammt geil ist übrigens. Das habe ich gar nicht, das habe ich erst beim Reparieren gemerkt, dass ich gar nicht den Warp-Antrieb selbst reparieren muss, sondern die zwei Upgrades dafür. Das ist der Wahnsinn, ehrlich. Denn wir können eigentlich nur eins bauen, das ziemlich teuer ist. Und so haben wir zwei umsonst drin. Also mehr oder weniger. Und sie kosten natürlich wieder, ne, das Reparieren und so, aber es gibt Schlimmeres. Und noch 20 Sekunden. Kurz mal. Oh, Spielstopp. Ei. Oh, da vorne ist was.
Nur Nickel gerade. Aber auch gut. Noch nö, ernsthaft. Jump. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Ihr verdammt nochmal könnt mich mal, ja? Ihr könnt mich mal, ja? Und zwar sonst wo. Was ist das eigentlich? Ich hab noch geupgradet. Was ist da los? Anscheinend nicht gut genug. Oh, das ist mies. Okay. Ich muss kurz mein Schild reparieren. Und dann fliegen wir zur Raumstation. Das ist mir zu doof hier. Ihr könnt mich mal. Spackos. Ich muss doch anscheinend meine Kanonen auch upgraden. Okay, mit der Geschwindigkeit komme ich hier nirgendwo hin. Was ist denn mit euch nicht richtig hier? Kann ich mir ernst sein, oder? Oh, jetzt. Oh Gott, das Schiff ist so wackelig. Ich kann nicht zielen. Ich kann gar nicht. Das ist ja unfassbar. Was soll das? Warum komme ich vor allem hier nicht weg? Das ist viel schlimmer. Ich mache mir gar keinen Schaden. Alter, das kann doch nicht sein. Ich habe... Achso, ich glaube, ich habe überhaupt keinen Schaden abgekriegt, oder? Wo ist denn diese Kackstation schon wieder hin? Das gibt es doch nicht. Ich will hier weg. Eine Stunde? Ich hab hier... Mein, das gibt's doch nicht. Ich werde hier dran verrecken. Scheiße, Mann. Was soll das denn? Kann ich denn meinen Phasenstrahl allerdings? Nein, auch nicht. Fuck. Ich bin im Arsch. Das ist echt nie. Ich treffe... Oh, Kacke. Das ist jetzt richtig uncool. Scheiße, Mann. Und ich kann natürlich auch nichts bauen. Waffe. Mittel interessiert mich ein Scheiß. Aufprallschaden. Oh, Kacke. Photonkanone. Ich hab doch meine Kanonenschaden. Hä? Aber ich hab doch den Schaden voll aufgegradet. Was will ihr wollen von mir? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verarscht. Weil ich habe doch eigentlich nur das abgegradet und nichts anderes. Also wie kann das denn so sein, dass ich hier keinen Schaden rauskriege? Scheiße, Mann. Halt die Fresse. Das gibt es nicht. Wozu werfe ich in meine Kanonen, wenn die nicht mal annähernd Schaden machen? Fuck! Kann ich auf den Planeten wieder runter? Das geht so nicht. 165 U, ich glaube, Takt. Das kann nicht sein. Ich will nicht sterben. Und eine halbe Stunde halte ich das nicht durch. Das geht doch nicht. Verdammte Scheiße. Mann, nein. Ich will nicht, dass mein Raumschiff zerstört wird. Es ist gerade so wunderschön. Oh Mann. Das kann nicht sein. Ohne Witz. Das ist nicht mehr witzig jetzt, ey. Ich treffe überhaupt gar nicht! Mann!
Okay, anscheinend habe ich keine andere Wahl, als mit dem zu schießen, weil der wenigstens trifft. Und der Rest ist kannst du vergessen. Okay. Nicht mehr viel, dann ist hier vorbei. Scheiße! Geh down! Geh down! Ah, fuck! Das letzte bisschen, was ich habe. Aluminium! Hey, yay, woo! Letzte. Ich brauche dann kein Schild mehr. Oh mein Gott. Ja, das sehe ich. Danke. Kampfschiffe zerstört. Wir leben. Ich fass es nicht. Aber wir leben, ey. Das ist doch echt der Wahnsinn. Alter, ich bin am Ende mit meinen Nerven. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. 20 Kampfschiffe zerstört, ey. Boah. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.